Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum Bonus-Content-Sonntag. Ich freue mich natürlich, dass ihr heute auch wieder mit eingeschaltet habt, zumindest die Leute, die ich dafür natürlich begeistern kann, aber da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar drüber. Ja, im Prinzip kriege ich ja sehr, sehr viel Feedback jedes Video über euch, beziehungsweise von euch. Vor allem auch gibt es halt wirklich einige Leute, die sich schon sagen, okay, hey Tobi, ich kauf mir jetzt auch Ameisen, und da sehe ich schon sehr, sehr viele Fehler, die sagen, okay, hey, ich kaufe mir direkt dieses Becken und ich kaufe mir diese Ameisen, und deswegen kommt jetzt mein Video, was nicht über irgendwelche Ameisen ist, also es ist auch über Ameisen, aber es ist jetzt nicht so ein Informationsvideo wie das letzte über Blattschnatterameisen oder irgendwelche Fakten, sondern ein Video zur Haltung. Das heißt, ich werde natürlich, das habe ich ja schon mal angespoilert, so das ein oder andere Haltungsvideo machen, beziehungsweise Haltungstipps. Und hier sollte das erste sein, welche Ameisenart ist denn eigentlich die richtige für dich? Oder in dem Fall, also wenn aus eurer Perspektive quasi für mich. Ne? Und damit ihr da nichts irgendwas Falsches kauft, denn letztens hatte ich bei mir jemanden, der im Twitch-Chat geschrieben hat, hey Tobi, ich will mir jetzt einen Mesoachiculatus kaufen oder irgendwie sowas aus Asien als erste Ameise. Und das ist natürlich GG. Denn Regel Nummer 1, meine Freunde, sollte eigentlich sein, eigentlich wollte ich hier keine Regeln oder sowas machen und eigentlich nur Ameisen, aber kauft euch als erstes keine exotischen Ameisen. Exotische Ameisen, da müsst ihr meistens richtig krasse Bedingungen haben. Das heißt, die brauchen eine bestimmte Temperatur, die brauchen eine bestimmte Luftfeuchtigkeit, die brauchen vielleicht bestimmte Nahrung oder irgendwelche Bedingungen. Die entwickeln sich vielleicht komplett übel krass. Die könnt ihr draußen nicht aussetzen, falls es mal euch irgendwann nicht mehr gefällt. Und ganz, ganz oft kosten die nicht selten auch unter 100 Euro. Wie gesagt, meine, die ich gekauft habe, waren 330. Und wenn es dann natürlich nicht klappt, das wäre sehr, sehr schade. Deswegen fangt erstmal mit einer Ameise an, und wenn das gut läuft, könnt ihr euch immer noch eine andere dazu kaufen. Es ist nicht beschränkt auf eine. Ja, Ameisen brauchen sehr, sehr wenig Platz. Da könnt ihr auch locker 2, 3, 4 oder sowas kaufen. Ne? Anfangen hier wollen wir mit der ersten Ameise, und zwar Lasius niger oder auch schwarze Wegameise. Wegameise auch deswegen, weil ihr sie, wenn ihr durch den Park lauft oder irgendwo, die sind einfach überall am Rand eines Pfades, eines Weges zu finden. Das sind diese doch relativ kleinen schwarzen Ameisen. Arbeiterinnengröße ist bei 3 bis 5 mm und ist mehr oder weniger die Non-Plus-Ultra-Einsteiger-Ameisenart. Der größte Vorteil bei denen ist, so im Sommer, also so meistens Richtung Juli rum, schwärmen die wirklich überall. Also die könnt ihr super easy selbst euch eine fangen, ne? Bei einigen Arten ist das sehr, sehr schwierig. Bei denen könnt ihr euch einfach mal locker 1, 2 oder 3 Königin sammeln und damit gleich loslegen. Diese Ameisen sind etwas unterschätzt, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, viele finden sie nicht so cool. Aber sie haben einige doch sehr, sehr coole Vorteile. Denn sie entwickeln sich sehr, sehr schnell. Dadurch, dass sie klein sind, ja, brauchen die nicht so lange Entwicklungsdauer, bis eine Ameise zur Welt kommt. Und man kann ständig eine Erweiterung sehen. Ja? Jede Woche kommt eine neue Ameise oder so. Oder 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Es dauert nicht so lange. Es passiert was. Die Ameisen werden dann nämlich auch mit der Zeit aktiver. Denn so eine ganz, ganz kleine Kolonie, die ist immer sehr zurückhaltend. Und wenn dann aber eine Kolonie irgendwann größer wird, dann trauen die sich auch mehr nach draußen. Ne? Das ist so, als wenn ihr irgendwo auf so einem Dino-Planeten geht. Dann würdet ihr auch nur, wenn ihr alleine seid, nur rausgehen, wenn ihr wirklich absolut dringend müsst. Wenn ihr aber irgendwann so 1000 Millionen Menschen habt, dann würdet ihr auch einfach sagen, ja komm, lass mal rausgehen und ein bisschen Party machen. Ne? Außerdem gibt es diese Ameisen auch in Gelb. Ja, das sind die Lasius flavus. Das ist die gelbe Wiesenameise. Ja, in Wiesen oder am Rand von Wiesen meistens zu entdecken. Und ja, wie gesagt, die Ameise ist sehr, 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 sehr aggressiv. Man kann also bei deren schon ein sehr, sehr schönes Jagdverhalten sehen. Die sind sehr günstig und deswegen eine doch sehr tolle Ameisenart. Das komplett genaue Gegenteil davon sind die Camponotus. Das sind Holzameisen, das heißt, die nisten vor allem in irgendwelchen Bäumen. Die findet ihr auch nicht ganz so gut, diese Ameisen. Und das sind mehr oder weniger die größten Ameisen, die ihr in Europa finden könnt. Größe ist hier von 8 bis 17 mm. Ja, bei Lasius niger hatten wir 3 bis 5 mm. Und das Wunderschöne an dieser Ameisenart ist, dass sie Minor, Media und auch sehr, sehr schöne große Majore ausbildet. Aber hier, das ist auch gleich der größte Nachteil bei dieser Kolonie. Dadurch, dass die Ameisen so unglaublich groß sind, brauchen die sehr, 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 sehr lange, um sich zu entwickeln. Das heißt, es kann sein, dass ihr wirklich erst ab dem zweiten Jahr einer Königin-Haltung wirklich so ein paar Arbeiterinnen habt und da wirklich was passiert. Das erste Jahr passiert da wirklich fast gar nichts. Im zweiten hält sich das auch echt in Grenzen, weil, ne, wie gesagt, wir haben nicht viele Ameisen, das sind da wirklich da 10 Stück oder so, und die haben dann auch nicht so wirklich viel Nestaktivität. Deswegen, sie ist sehr, sehr groß, sie ist sehr, sehr schön zu beobachten und an sich eine sehr geile Ameise. Aber zur Haltung würde ich sie eigentlich nicht unbedingt empfehlen, weil gerade am Anfang hat man doch sehr viel Euphorie und will, dass da was passiert, und wenn da natürlich nichts passiert, ist das etwas schade. Dennoch muss ich diese hier aufzählen, denn sie gehört mit einer zu den wichtigsten Ameisen, die man kennen sollte.
Die nächste Art, die wir haben, das sind die Cerviformica fusca oder auch ganz, ganz oft Formica fusca. Die sind im Prinzip wie Lasius niger, nur in etwas größer. Das heißt, die haben eine Größe von 3 bis 8 mm, sind sehr, sehr vergleichbar mit denen. Allerdings sind das eher zurückhaltende, genügsame Ameisen. Das heißt, sie suchen nicht unbedingt den Konflikt, während so eine kleine Lasius niger Kolonie schon sehr aggressiv sein kann und den einen oder anderen ja, Krieg vielleicht anzettelt, sind die eher so, die sagen, die gehen den Krieg komplett aus dem Weg. Ja. Klar, die erbeuten auch Tiere und die würden da auch mit kämpfen und so weiter, sind aber wie gesagt nicht so unglaublich aggressiv. Was bei denen allerdings sehr, sehr schön ist, dass die eine sehr hektische Fortbewegung haben. Das heißt, die flitzen wirklich durch die Rohre durch. Die sind sehr, sehr aktiv, was das Ganze angeht. Auch wichtige Information hierzu ist, dass diese Ameisenart polygyn ist. Das heißt, eine Kolonie kann mehrere Königinnen enthalten. Was natürlich auch dafür sorgen kann, dass eine Kolonie sehr schnell wachsen kann. Ja, kommt auch immer drauf an. Wichtiger, beziehungsweise eigentlich eher sehr, sehr interessanter Punkt, wichtig für die Ameisenhaltung ist er nämlich gar nicht, ist, dass diese Art eine versklavte Ameisenart ist. Also nicht immer, aber gerade in der Gründung, wenn eine Königin da ihre Puppen aufzieht und noch nicht wirklich viel Arbeiterin hat, kann es passieren, dass dann eine Königin von einer anderen Art diese Königin tötet von den Formica fusca und sich die Puppen selber aneignet, beziehungsweise mitnimmt und sie selber für sich großzieht und versklavt mehr oder weniger dann für sich selber arbeiten lässt. Ja, das ist ein bisschen schade natürlich, war trotzdem ein interessanter Punkt, denke ich. Und kleiner Negativpunkt zu dieser Ameisenart ist, zumindest finde ich das so, dass man die online sehr, sehr schwierig beschaffen kann. Also kaufmäßig gibt es ja nur ganz, ganz wenige Shops, die die kaufen oder verkaufen beziehungsweise und dann auch, ja, meistens schon mit einigen Arbeiterinnen. Ich würde mir natürlich am liebsten so eine ganz kleine Kolonie kaufen. Natürlich kann man die auch finden, ne? Die gibt es in Deutschland, gar kein Problem. Aber ne, wer da jetzt keinen Bock hat, draußen rumzurennen oder wer kein Glück hat, na, das ist dann vielleicht ein bisschen unlucky, weil online ist auch nicht ganz so geil. Wir hatten jetzt eine Ameisenart, die Formica fusca, die sehr genügsam sind, sehr defensiv, die nicht so richtig on fire sind. Wer richtig on fire will, sogar wortwörtlich, dann nimmt sich die Myrmica rubra, denn diese sind, ja, also so sagen sehr, sehr viele, die europäischen Feuerameisen. Eigentlich sind sie das nicht, aber dennoch, sie sind rot. Und die haben auf jeden Fall Feuer, in dem Sinne, dass die sehr, 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 sehr aggressiv sind, sehr wehrhaft und vor allem auch aktiv. Das heißt, die jagen vor allem, ihr habt die bestimmt schon mal gesehen, ihr wollt da, vielleicht hat der ein oder andere schon Erfahrung damit gemacht, nicht unbedingt eure Hand da auf so ein Nest oder sowas legen, denn ja, die bereiten euch auf jeden Fall einiges an Schmerzen zu. Die Größe von denen ist bei 4 bis 6 mm. Das heißt, ja, eigentlich so in der Mitte von dem Ganzen zwischen Lasius niger und zwischen Formica fusca. Auch diese Ameisenart ist polygyn. Das heißt, auch hier können mehrere Königinnen pro Nest da sein und dadurch entwickeln sie sich sehr, sehr schnell. Wer auf sowas steht, dem würde ich diese empfehlen. Und damit kommen wir zur letzten Ameisenart. Ich glaube, es ist sogar mehr oder weniger eine der beliebtesten einheimischen Ameisenarten. Und zwar zu den Phaidole. Ich glaube, es heißt wirklich Phaidole. Ne? Viele sagen immer Phaidole. Phaidole pallidula. Denn diese Ameisenart ist die einzige Ameisenart, die in Europa Soldaten hat. Ja, das heißt, die haben einen wirklich richtig großen Kopf. Die werden auch oft als Big-Headed Ant, also großköpfige Ameise, beschrieben. Denn die Soldaten sind wirklich im Vergleich zu den kleinen Arbeitern sehr, sehr groß. Allerdings muss man dazu sagen, die ganze Ameisenart ist insgesamt sehr klein. Das heißt, hier haben wir eine Größe von 2 bis 4 mm. Unglaublich kleine Ameisenart, aber super aggressiv. Also komplett GG-aggressiv. Die machen wirklich, die jagen, die. Vor allem sind die sehr bekannt dafür, dass die sehr schnell rekrutieren. Wenn beim Ameisen immer von Rekrutieren gesprochen wird, ist die Schnelligkeit, wie schnell die Ameisen bei Beute sind. Ja, das heißt, wenn eine Ameise irgendwo eine Beute findet und die rekrutieren schnell, dann sind instant 1000 Ameisen da. Ja, das ist, was die können und die übermannen einfach komplett alles. Auch Ameisen, die einfach größer sind, da haben die absolut gar kein Problem mit. Die haben ja auch, wie gesagt, Soldaten mit dabei. Super aggressive Art. Sehr schnelle Entwicklung auch. Das heißt, die geben ordentlich Gas, werden sehr, sehr viele Ameisen. Und ganz, ganz wichtig, also wenn ihr euch diese Ameisenart zulegen wollt, das sind Ausbruchskünstler. Ne? Alleine dadurch, dass die so klein sind zum einen, ne, die kommen einfach durch alle möglichen Ecken durch und jagen dann in eurer Wohnung rum. Vielleicht jagen sie auch euch. Also die, da müsst ihr absolut aufpassen, dass ihr einen ordentlichen Ausbruchsschutz habt. Vielleicht werden wir da auch nochmal drüber reden, ein Video zu machen. Und auch, der nächste Punkt ist, Ausbruch, dass diese Dinger, gerade die Arbeiter, die können sich durch Beton essen. Ja, das klingt ein bisschen verdummt, aber die beißen sich durch Beton. Es gibt viele Leute, die machen ein Betonnest und irgendwann ist das Betonnest kein Betonnest mehr, sondern eher ein, ja, hier kommt jetzt Luft rein, hier ist ein Loch und wir gehen da raus, Nest. Ne, das ist natürlich nicht so interessant. Dennoch, Phaidole eigentlich so wirklich mehr oder weniger, ja, die, ja, ich würde nicht sagen Königsklasse der Ameisen, einheimischen Ameisenhaltung, aber schon sehr interessant. Hier muss man natürlich sagen, viele feiern es Soldaten. Ne? Die hören Soldaten, Soldaten, Soldaten und, ne, allerdings muss man halt sagen,
Eine Camponotus Major ist zwar kein Soldat, ist aber locker einfach 17 mm groß, während ein Phaidole-Soldat 4 mm groß ist. Ne? Also da muss man halt wirklich ja sagen, wo ist jetzt hier der Unterschied zwischen Soldat und Nicht-Soldat. Ne? Aber dennoch, wie gesagt, wer wirklich auf so ein Gewusel steht, muss man sagen, dem kann ich diese Ameise wärmstens empfehlen. Es gibt natürlich absolut noch andere Ameisenarten, wie zum Beispiel Mesobarbarus. Das ist auch echt eine tolle Ameise, eine wunderschöne Ameise, die auch sehr polymorph ist. Das heißt, sie bildet auch Majore aus, hat auch kleine Ameisen und sammelt Körner. Allerdings ist diese Ameisenhaltung nicht ganz so einfach. Würde ich euch nicht direkt als erste Ameise empfehlen, weil hier ist es doch sehr, sehr wichtig, dass sie verschiedene Zonen hat. Das heißt, sie muss teilweise trocken gehalten werden, teilweise braucht sie Feuchtigkeit, sie braucht ein bisschen mehr Wärme. Und da kann sowas sehr, sehr schnell in die Hose gehen. Und deswegen würde ich an eurer Stelle, wie gesagt, erstmal wirklich mit einer kleinen Ameise anfangen. Solltet ihr eure Ameise aus einem Shop kaufen, möchte ich auch ebenfalls dazu sagen, dann achtet bitte darauf oder versucht, es ist natürlich eure Entscheidung, nehmt eine Königin mit 1 bis 4, 5, 6, 7 Arbeiterinnen. Ne? Man will natürlich meistens nicht eine Königin mit 500 Arbeitern, also zumindest bei mir ist das Feeling so, dass man sich das selber so ein bisschen aufbauen möchte. Aber nur eine Königin, da ist unglaublich oft die Chance, dass das nicht funktioniert. Nicht alle Königinnen sind begattet, nicht alle Königinnen kommen wirklich voran. Bei einigen wird natürlich auch Anfängerfehler gemacht und dann klappt das einfach nicht. Und die Chance eines Fehlschlags ist einfach sehr, sehr groß. Wenn die Königin erstmal erste Arbeiterin hat, dann ist die Chance, dass das Ganze funktioniert, deutlich besser. Deswegen holt euch eine Königin mit Arbeiterin. Das war's mit dem Video. Ich wünsche euch was. Ihr könnt ja gerne noch einige Fragen droppen, was euch interessieren würde, was beim nächsten Mal kommen könnte. Ich bin dann weg. Auf Wiedersehen und tschüss.